Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Melbourne zum großen Preis von Australien unserer My Team Season 1. Und ich freue mich extrem, erwartet heute ein Rennen, das ich glaube ich nicht so schnell vergessen werde. Wir haben Fettmotorprobleme und müssen eine Horde hungriger Formel 1 Fahrer hinter uns halten. Hier haben wir in Melbourne die neu umgebaute Strecke, die zugegebenermaßen unnormal Bock macht. 5,2 Kilometer, 3 DRS-Zonen und ja, eigentlich einen Sektor 2, der jetzt ja circa 10 Sekunden schneller ist und ja auch 10 Mal mehr Spaß macht. Im Sektor 1 hat sich nichts geändert, doch eigentlich auch in Sektor 1. Nein, in Sektor 1 hat sich nichts geändert, nur die Kurve 1 ein bisschen, also überall wurde ein bisschen angepasst und das bringt halt unnormal viel Spaß. Blitzqualifying, wir werden nur eine Runde fahren und ja, die wird es auch in sich haben. Also Turn 1 Exit war jetzt nicht so optimal, wir sind schon auf den 15. Platz zurückgefallen, liegt natürlich auch in den Motorproblemen, die uns hier ein bisschen zurückwerfen. So, ja, die Kurve ist ein bisschen erneuert, da komme ich ein bisschen zu weit raus, aber okay, 8. Platz wäre das jetzt mal. Zack, die Kurve ist gleich geblieben, immer noch ein bisschen schwierig. Und jetzt kommt der unnormal geile Sektor 2. Die Kurve schon mal viel besser, kein harter Bremspunkt mehr, Full Speed. Natürlich auch jetzt ERS-Management ein bisschen anders, man muss ordentlich aufpassen auf eine Runde, wie, wo, was man ERS verbraucht. So, dann kommt hier diese tricky Kurve, die ist geblieben, diese Schikane, dieses Zickzack hier, da konnten wir auch ein bisschen Zeit gut machen und jetzt meine absolute Lieblingskurve im neu geänderten Layout, das ist hier diese spitze Kurve 11, also wirklich ganz ganz spitz beim rostbeschleunigten Heck ein bisschen gekommen, deswegen wieder eine Position verloren, die ist auch gleich geblieben, leider, die ist echt schwierig zu fahren und dann die letzte Kurve, jetzt verstehe ich auch, warum sich Verstappen hier ein paar Mal verbremst hat, die ist auch sehr tricky, beim rostbeschleunigten nochmal das komplette mitnehmen, nur leider hatte ich einen kleinen Pendler, weil die Reifen schon ein bisschen zu Ende sind und es reicht nur für den 11. Platz, also ich war bis zur letzten Kurve 9. aber leider durch diesen kleinen, ja, weil eigentlich auch schon die Reifen ein bisschen drüber waren, hatte ich hier ein bisschen Pech und noch 2 Plätze weniger. 11. Platz wird auf jeden Fall eine Challenge. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, George Russell und Hamilton, Bottas, Fernando Alonso, Magnussen und Lando Norris. Der Wissenschaftler, Ricardo, Mick Schumacher und Ocon, Tsunoda, Albon, Sebastian Vettel und Lance Stroll, Joe, Liam Lawson, Latifi und Pierre Gasly steht auf dem letzten Platz im Grid. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Dankeschön, Jungs aus Sky, und wir sind hier direkt in, ja, Ende Einführungsrunde und ich möchte hier Full Attacke, Purple in der Startbox, leicht rechts angehocht, ich möchte ein bisschen so eine Lücke finden, ich weiß, es war einfach nur eine Ausrede, weil ich hier einfach zu schlecht bin, gerade stehen zu bleiben, also es macht ja auch keinen Unterschied, es ist alles besser, als wenn man rot bekommt und dann zurückgesetzt wird, aber jetzt mal die 5 roten Lichter hier in Australien, Melbourne, gehen an und unser Start ist eigentlich okay, wir kommen ein bisschen besser weg als Norrie hier rechts neben uns, der ein bisschen auch angeklagt ist an uns, nur inspiriert ist, ja, da gibt's, ja, was soll ich dann noch hier machen? Was soll ich denn hier machen? Magnussen fährt eine komplett irre Linie. Auch davor im Alonso und so weiter, da gab es ein richtiges Durcheinander. Und da hatte ich jetzt auch ein bisschen Probleme mit dem Exit. Es reicht hier. Oh doch, es reicht. Fernando macht hier nochmal die Lenkung auf. Wir denken so, oh mein Gott, macht die Augen zu. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch. Und das ist der 8. Platz. Das ist schon mal gut. Da hätte ich auch, oder wäre ich auch gern gestartet von dem Platz. Jetzt haben wir den in der ersten Runde geholt. Sala, Exit war gut. ERS haben wir gut noch aufgehoben. Aber das Problem ist halt, das Ausgabelimit ist schon fast erreicht. Und alle, ja, Bottas zieht uns hier schon wieder davon. Ich merke es. Es ist eine Season, wo wir eigentlich gegen Valtteri Bottas, den besseren der beiden Alfa Romeo, kämpfen. Und auch gegen Fernando Alonso, gegen seinen Alpine. Da gibt es die erste Verwarnung in der ersten Runde. Das ist absolut nicht gut. 80% hatte. Nein, das ist. 80%. 80% hat der Motor. Das ist natürlich jetzt nicht so lecker. Gar nicht lecker. Und ja, auch dass Alonso mit seinem overpowerten Alpine-Motor in unseren Heck klebt, ist auch nicht so schön. Aber das Gute ist, vor uns Lewis Hamilton und auch
Bottas. Die werden ein bisschen eingebremst, weiter vorne. Ich glaube, noch ein kleiner Schleicher unterwegs. Nein, es ist kein Schleicher. Das sind einfach nur die Mercedes, die dann nicht komplett mit der Pace noch mithalten können. Und wir müssen jetzt unbedingt hier dranbleiben. Unbedingt im DRS-Fenster, sonst sind wir geliefert. Nicht mal, weil ich noch weiter nach vorne will. Die Kamera war auch ein bisschen verleckt. Keine Ahnung, was da los war. Aber ja, man sieht eigentlich ja eh nichts, weil ich zu schlecht gestartet habe. Also ich habe hier immerhin Ricardo und einen Haas hinter mir gelassen beim Start. Beim Start direkt habe ich nur einen Haas hinter mir gelassen und einen, ja, Ricardo. Dann hier gegen Fernando Alonso und auch den zweiten Haas geholt. Senna, wir sind in der 8. Runde und wir merken schon, die Abnutzung geht ordentlich rauf. Wenn ihr die Mega-Season von mir gesehen habt am Wochenende, habe ich schon mal eine leichte Anspielung gemacht. Was macht denn Valtteri Bottas hier? Bro, was machst du denn? Er verbremst sich hier und ich doch ihn dann noch ein bisschen an. Das tut mir natürlich leid. Also, das ist absolut gar nicht meins gewesen hier. No way. Ich weiß nicht genau, was Valtteri hier vorhatte. Natürlich hat er sich verbremst. Aber das war schon ein bisschen krass spät. Und ich musste da echt reagieren und da bin ich leicht ein bisschen angeditscht. So, wir sind an Checo Perez dran, der mechanische Probleme hat, an dem wir eigentlich easy vorbeigehen können, weil er, wie gesagt, natürlich hier Probleme hat. So, hier kann man eigentlich gut reinbremsen und da spielt auch eher gut mit. Er weiß natürlich auch, er kämpft hier mit stumpfen Waffen. Dennoch haben wir ein paar Runden gebraucht, ich habe den Funkspruch in der zweiten Runde bekommen und habe bis zur vierten gebraucht, um überhaupt mal dran und natürlich auch vorbeizukommen. Das ist natürlich jetzt sehr ordentlich. Wie gesagt, wir sind in einem neuen Team. Wir müssen uns da ein bisschen hocharbeiten noch. Sunderland, hier gucken wir uns nochmal die Replay an in der dritten Runde. Das ist das mit Valtteri Bottas. Der hat sich ja ordentlich verjagt, da bin ich ganz leicht angetupst. Aber er ist jetzt nicht ins Kiesbett oder so gekommen. Im Gegenteil, ich glaube, das hat uns mehr Zeit gekostet, wie ihm dann im Endeffekt. Ist natürlich immer blöd, wenn sowas passiert. Sunderland, wir sind ein bisschen dreckig. Ich habe das Kiesbett hier ganz, ganz leicht geküsst. Und das war dann hier an Perez drankommen, im Windschatten links antäuschen und rechts dann rauszupfen. Das war ordentlich, aber wie gesagt, sein Auto ging auch nicht. Also wir hatten eigentlich mehr Glück als können. Also ja, es macht Bock, mit den Autos zu fahren auf jeden Fall. Aber natürlich müssen wir ein bisschen... oh mein Gott, die Reifen sind so durch. Ja, und da gehen wir auch in die Box rein. Die Spitze ist auch in der Box drin. Und die Boxeneinfahrt. Oh mein Gott, wie dünn die geworden ist. Die war früher ein regelrechter Parkplatz. Und jetzt ist sie einfach so unfassbar schmal geworden. Das ist echt ein Wahnsinn. Lila wäre cool. Und ja, das reicht sogar mal für Lila. Wir sind die letzte Box. Ich glaube, gelb ist auch okay. Schaut aus, wenn die angefahren wären. Ich weiß nicht genau, waren die angefahren? Ich habe keine Ahnung. Schaut ein bisschen so aus. Aber natürlich, wann hätten wir die angefahren? Im Training dann vielleicht. Aber ich bin jetzt nicht der große Trainingsfahrer. Ich fahre vielleicht die drei Trainingsprogramme, die man braucht. Aber das war's dann auch schon. Lewis Hamilton, 4 Sekunden vor uns, den werden wir nicht bekommen. Aber immerhin sind wir vor Alonso und auch Bottas rausgekommen. Das ist schon mal wichtig. Und auch, dass man jetzt ein bisschen Grip, keinen Grip hat mit den Reifen, wenn man aus der Box rauskommt, finde ich auch ziemlich cool. Also normalerweise hat man ja perfekten Grip immer gehabt, so in den alten Games. Und dass man das jetzt ein bisschen verbessert hat, finde ich auch cool. Und Leute, wir sind in der 10. Runde, haben 90% und unser Motor fängt allmählich an zu rochen. Was ich sehr beunruhigend finde auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das alles gut geht. 91, während ich hier mit euch rede. Ach du Scheiße, wir müssen ordentlich aufpassen. Der Motor geht fast in die Höhe. Und ich nehme euch jetzt die letzten 1,5 Runden mit. Wir sind eine Sekunde circa vor Fernando Alonso und auch Checo Perez, der anscheinend seine Probleme ja im größten Teil verbessern konnte oder wieder weglegen konnte. Fernando Alonso ist im DS-Fenster, auch Checo Perez ist jetzt ganz knapp hinter uns. Wir haben 94%igen Motor. Ich muss beten, dass der Motor hält und vor allem muss ich auch beten, dass wir in den nächsten 4 DRS-Zonen nicht von Fernando Alonso attackiert bzw. überholt werden. Also drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt geht's hier mal raus. Ich habe hier alles mitgenommen, was geht. Also hier kann man sowieso nicht überholen. Aber natürlich die größte Chance für ihn, Start und Ziel und dann gleich die darauf folgende Gegengeraden. Also die nach der ersten Kurve, nach der ersten Schikane. Es wird auf jeden Fall eine interessante Sache, würde ich mal sagen. 94% der Motor wird wahrscheinlich durchhalten. Aber unser Yes und vor allem die Reifen natürlich, wir waren in der
achten Runde oder so. Also die sind jetzt auch nicht mehr so top neu und wir rauchen, als ob wir Rauchzeichen geben würden. Fernando Alonso setzt sich hier neben uns in die erste Kurve, reicht aber noch nicht. Er will natürlich das DRS für die nächste Geraden auch noch haben und mittlerweile ist auch Checo Perez dran. Und es ist ein Dreikampf um P6 und ja, natürlich will er jetzt hier durchstechen, wird aber nicht reichen, weil ich nochmal draufhalten kann. Das war natürlich Mor Fernando, 95% der Motor. Es geht in die ganz hitzige Phase und wir haben es geschafft. Der letzte Angriff hier sticht nach Alonso rein und es ist mittlerweile ein Zehnkampf geworden, glaube ich. Also so alles, was sich gerade im vorderen Mittelfeld befindet, kämpft gerade noch um diesen sechsten Platz. Hinter mir geht's ding, 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 ding. Aber wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube dem Ganzen erst, wenn wir wirklich die Jacket Flag gesehen haben. Und dass der sechste Platz keine Strafe gibt. Und dann kommt Fernando Alonso. Wir haben es geschafft, Leute. Das ist der sechste Platz, in der sich wirklich anfühlt wie ein Sieg. Wirklich wie ein Sieg. Wir haben hier gekämpft wie ein Löwe. Und nicht das, was Ocon gemacht hat in Katar letztes Jahr. Wir haben real gekämpft wie ein Löwe. Aber natürlich nicht die Krallen ausgefahren. Das war ein faires Fighten. Ferrari kann sich freuen natürlich. Ich meine, ich kann sehen, wir haben bei Gott nicht so ein Paket aktuell. Best Water Technology. BWT. Auch eine österreichische Marke, ziemlich cool, dass man die jetzt überall hat. Sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Schöne Werbung weltweit. Aber das soll jetzt kein Lobeshymne auf die österreichische Marke sein. Nein, es ist auf jeden Fall ein tolles Rennen gewesen. Und ja, ich wusste schon, wie ich mit einem 82%igen Motor ins Rennen ging, dass es auf jeden Fall brenzlig werden kann, aber dass es wirklich so schwierig wird, die hinter uns zu halten, das war echt ordentlich. Ich glaube, die waren noch ein bisschen beeinträchtigt von meinem Rochzeichen, das ich da hinter mir nachgezogen habe. Aber ja, ich bin sehr froh auf jeden Fall. Carlos Sainz Jr. natürlich hatte mal einen Australien Grand Prix im Ferrari beendet, das ist auch gut für ihn. Nein, Spaß natürlich. Ihr wisst natürlich mit seinem Kiesbett-Dreher und Steckenbleiber. Die Camp finde ich auch ziemlich cool. Gerade in Silverstone oder Monza, wenn man schon mal gefahren ist und die ganzen Leute wirklich da unten stehen, da kriegst du so ein bisschen das Gefühl, wie sich dann vom Lernsfahrer fühlt, wenn er von diesem Podium runterblickt, was ich echt ordentlich cool finde. Sala, es gibt wertvolle 8 Punkte. Unsere schnellste Rennrunde bei Gott. Also wir sind da 1,3 Sekunden langsamer. Das ist schon, 1,1 Sekunden langsamer. Das ist schon ordentlich. Auf eine Runde in einem Rennen. Liam Lawson hat wieder keine Punkte geholt, aber natürlich ist auch seine Rookie-Season und das Auto ist auch jetzt nicht da, dass man sagt, wir werden Rennen gewinnen. Und das war mir auch klar in der ersten Season. Vielleicht können wir mal glücksmäßig, wir haben gesehen, wie schnell das mit dem Podium geht in Bahrain, da war das echt stabil von unserem Team und natürlich auch, dass wir im Qualifying so gut gestartet sind. Aber vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ich freue mich extrem, dass wir das Ganze geschafft haben. Es gibt auch hier mit PST unseren ersten Sponsor neben dem Hauptsponsor. Also finde ich auch cool. Es geht langsam vorne, es geht langsam bergauf. Schaut gerne auf TikTok auf itz-tobi vorbei oder auch gerne auf it-gaming auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Die nächsten Tage kommen auf jeden Fall viel mehr My Team Videos, weil am Wochenende kein Formel 1 ist. Abonniert den Channel gern kostenlos und lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.